So, dann komm mal rein. Drei Stunden feinste WWE-Unterhaltung. Ich wusste, ich hätte kein Raw nehmen sollen. So. Denn Raw beginnt mit einem, Ach ja, nur für die Leute, die jetzt gerade wissen wollen, welches Skin das ist. Das ist ein spezielles Skin aus dem Internet. Den kann man sich runterladen. Da werde ich dann in den Beschreibungen den Link reinsetzen. Und den Mod spielen wir den Mod von Captain Charisma, den Real Life Mod. Mai 2013. Da werde ich dann auch noch einen Link reinsetzen ins Video. Und dann auch mit den Bildern und alles andere. Der Datenbank kann man schön nachspielen, was wir für einen Scheiß brauchen. Ja, durchaus. Wir haben so ein Backstage. Nee, der hockt ja am Kommentatorenpult. Scott, wem war Scott Stanford? War der dir oder mir? Dir. Na gut, sonst könnte ich ihn nicht nehmen. Blade. Alle, die du da jetzt siehst, sind alle Raw. Sind alle dir. Der Kerl interviewt Booker T und der verkündet innerhalb von, einmal mal 5 Minuten, was heute Abend ansteht. Beziehungsweise es wird eine kleine Battle Royale geben. Aber das ist, hier steht, ein Manager ist interviewt backstage. Oh. Da muss der Authority nehmen. Mach mal close. Bin ich aufs Falsche gekommen, ha? Das Problem. Ja. Add Angle. Jo. Dann klickst du oben auf Authority. Search by Content. Authority. Ah. Nein. Was? Hier. Ah, da oben. Drauf und das zeigt dir denn nur das an. So, jetzt pass auf. Da oben. Und hier hast du jetzt alles GM, Books, Decision, Books, was immer. Aber warte. Das hier muss weg. So. Überlegen, ich wusste gar nicht, ob der das überhaupt ansetzen kann, so eine Battle Royale. 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1. Das GM books himself in a single match, ne. Books love rival street fight. Confronts Masked Man. Das ist jetzt gar nicht so einfach, was man da jetzt am besten nimmt. Gibt's da nicht auch einfach nur die Auswahl Books a Match? Ja, Books 1 gegen 1. Ja, aber ich will ja diese Battle Royale, dass er das vorschlägt. Ja gut, wenn du schon weißt, wen du in diese Battle Royale reinhaben willst, kannst du natürlich sagen, das hier zum Beispiel. Und dann sagst du nur so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sagst du nur 6 Leute, die in dieser Royale vorkommen. Aber nicht alle, nur die 6 wichtigsten. Okay, na gut, ne? Ja. Beat the Clock. Ja gut, er stellt quasi 2 Sachen vor. Beat the Clock Sprint. Wäre natürlich auch was. Naja, komm. Mach mehr. Danach noch was. Nochmal noch was eben, labern lassen. Eben, deswegen babbelt er hier 4 Minuten. Und zwar. Booker T. Jetzt ist mir die Frage, wer nimmt der Battle Royale teil? Cesaro. Gabriel. Das mal einfach mal durch. Henry kommt damit rein. Ich freue mich auch noch was für einen Beat the Clock Sprint. Drew McIntyre. Und ja. David Otunga. So. Musst du dir merken, ne? Weil du musst dir nämlich dann alle dann selber. Na gut, da kann ich ja schlimmstens mal reingucken. Richtig. So. Das verkündet er als erstes. Und parallel. Authority. Hä? Jetzt bin ich zu weit, oder? Die nee. Stunde fängt die Pre-Show an. Ja, komm. Bis dahin bin ich, glaube ich, fertig. Ja, das hoffe ich doch sehr. Beat the Clock. Beat the Clock. Das sind echt 1, 2, 3, 4. Das sind 6 Teilnehmer beim Beat the Clock dann. Gut. Das also 3 Matches? Jo.
auch Booker T und zwar mit Chris Jericho, mit Cody Rhodes, mit Hornswoggle, mit Heath Slater, mit Kofi Kingston. Mit R-Truth und mit, ja, du darfst raten, Ryback. Hm. Doof, den hieß leider nämlich raus. Dann denke ich mir schon, wer bei Ryback, dass Ryback gewinnt, oder? Cheers. Ja, wir werden sehen. So. Sie. Nein, ach, noch du, nicht. Ja, hab ich gesehen. Na, mal. Ich muss ja noch einstellen, wie lange der labern soll. Hier kann er 4 Minuten babbeln. Also 8 Minuten ist er jetzt draußen. Ja, 8 Minuten. Kein. So, dann kommt es zum ersten Match, und zwar einem Einzelmatch. Und zwar... Achso, ich habe gar keine Dieven. Nein, hast du nicht. Bitte, bitte. Und zwar mit einem Einzelmatch... Ah, den habe ich, glaube ich, in der Battle Royale drin. Sin Cara, den habe ich draußen gelassen. Okay. Sin Cara in einem Technikfeuerwerk gegen... Na? Na? Der nimmt ja auch an der Battle Royale teil. Aber ich glaube Jinder Mahal nicht. Jinder Mahal nicht. Wade Barrett nimmt, glaube ich, auch gar nicht teil. Ah. Guck, da ist Ryback ein Hater. Echt? Hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Cody Rhodes nimmt bei Damien Sand. Nimmt der an der so einer Battle Royale teil? Ich nein, oder nicht. Nee. Kämpft der hier schon gegen Sing? Da! Rein! Sin Cara. Safe. So. Ihr habt 6 Minuten. Dürfte, denke ich, mal reichen. Damien Sandow gewinnt. Protected. Ich weiß gar nicht, brauchst du einen von den beiden Protecten? Ich nehme sie mal beide. Ja, kann ich schon. Gescript. Call in the ring, over slow build, work. Ich werde All-Out-Match machen, weil es ein kurzes Match ist. All-Out-Match ist eine Idee. Jo, und ja, Pinfall Finish. So. Ah. Los. Jo, Match Nummer 1. Keiner meckert. Schön. Hat doch keiner zu meckern. So, dann gibt es eine kleine Beschwerde und da sieht man wieder die hässliche Fresse von Booker T. Und zwar, ja, was ist das für eine Einstellung, wenn sich ein Superstar beim General Manager beschwert? Hammer. Worker argues with authority. Yes. Busts into an authority's office and tells him exactly what he thinks of him. Alles klar. Oder, ah, gut. Oder das, ja, das blindside attack team, tag team. Nee, ist erst passt. Das erste passt, ich hätte jetzt auch gesagt. Ja. Denn da beschwert sich, weil ich es eben davon hatte, Wade Barrett. Ah. Na, machen wir kurz. 3 Minuten. Und zwar bei Booker T, den sieht man heute nicht. Nee, andersrum. Auf. Das muss andersrum. Ah, sorry. Booker T. 3 Minuten nur? Ja, mir ist egal. Da. Ja. 5. Länger geht er, weil danach verkündet. Es wird so viel gepappelt und ich komme einfach nicht voran. Hey, welcome to Monday Night Raw, where people talk all night long. Ja, ja, pappen. Was bucht er denn jetzt? 1 gegen 1. Aha. Oben kommt Booker T. Booker T bucht nämlich ein Match, weil sich der Herr ja beschwert. Gegen? Wer ist noch offen? Ja, Randy Orton. Der Name ist leer. Ach ja. Ha. Blöd, Mann. So. Ja, ja. Er bucht ein Match gegen Randy Orton. Das Main Event. Okay. Ja, mal gucken, ob es das Main Event wird. Wahrscheinlich wird hier wahrscheinlich die Battle Royale der Main Event. Denn jetzt kommen wir zum Schlag die Zeit Sprint. Ja, ja, das erste Match von Peter Clark, weil du hast ja 3 Matches. Yep. Gibt's da eine bestimmte Auswahl? Ich denke mal schon, ha?
Nö, das ist einfach nur 1 gegen 1. Das ist ein normales 1 gegen 1? Ja, 1 gegen 1. Achso, da muss ich angeben, jeweils wie lange es dauert. Richtig. Super. So, dann sag mir doch. 1 gegen 1, genau. Super, dann sag mir doch nochmal, wer drin gestanden hat. Ich helf dir mal. Ups. Das war Alberto Del Rio. Del Rio, Cesaro, Gabriel, Henry, McIntyre, Otanga. Eine Sekunde, muss ich mir aufschreiben. Ja, macht das. Stift, Stift, Stift. Jetzt habe ich natürlich keinen Stift. Ich hasse es. Scheiße gelaufen, wa? Ja, würde ich auch sagen. So kacke. Kräftig Pupsen drauf. Das habe ich jetzt einfach mal überhört. Ja, und während wir hier warten, bis Bombard einen Stift und Papier rausholt, werde ich jetzt mal einen schmutzigen Witz erzählen. Was? Del Rio? Ja. Cesaro? Ja, erzähl ruhig. Gabriel? Nö, nö, schon vorbei. Gabriel, McIntyre. Otanga. Otanga und? Das war's. Fünf Stück? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind's bei mir. Del Rio, Cesaro? Gabriel? Ja. Henry? Ach, Henry. Ja. Wird bei mir ganz schön angezeigt gerade. Okay. Doch. Ah, jetzt. 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 Toll. Hat eben gerade gehangen. Du blinder Fisch, du. Ja. Yes. So, ich wollte mit an. GM Box Match, Ad Match. Bedeutet, oh Gott, jetzt muss ich ja noch richtig buchen. Select. Denn wir haben. Oh Gott, ich hoffe, ich hab's. Fuck. Ah, scheiße. Nicht beachtet. Was? Ich hab 4 Heals drin. Cesaro, McIntyre, Otanga, Henry. Ja, das ist ein Problem, ne? Nicht beachtet. Na gut. Das ist ja eigentlich egal. Das ist egal. Naja, gut. Müssen sie damit leben. Ja, Alberto Del Rio wird wohl kaum das Auftaktmatch haben. Warte. Ich so. Halt die. Ja, okay. Es beginnt nämlich hier Justin Gabriel. Und zwar gegen. Antonio Cesaro. Nee, leider nicht. Heath Slater. Drew McIntyre. Ah, und dann Three Man Band. Safe. Nach einer langen Zeit. 8 Minuten? Ja, die brauchen lang. Okay. Ist es auch sagen, wer gewinnt. Ja, ja. McIntyre. Ah, The Drew McIntyre. Protected. Klatsch mal wieder beide. Open Match, das lasse ich den. Eigentlich ist er aber der so All-Match-Out-Typ, ja, ne? Ja, 8 Minuten geht ein. Ja, ich lasse es beim Pin-Finish. Bin ich immer dafür. So. Gut, und das... Safe. Safe. Match um 1. So, du hast immer noch 139 Minuten. Ach, halt die Klappe. So, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt haben wir einen Schlag wie Zeitsprint. Haben wir überhaupt schon mal ein Match? 1, 2 Matches, da kommen noch 2 dazu, plus die Battle Royale, plus Randy Orton gegen Ray Barrett. Ist eine volle Karte, kann man machen. In fast 2 Stunden geht das auf jeden Fall. Kriegt man noch hin, ich habe noch 4 Matches offen. Also in über 2 Stunden auf jeden Fall. Jojo. Wie machen wir denn weiter? So, damit habe ich Gabriel und McIntyre raus. Oh Gott. Wie kann schon mal in die Battle Royale reingucken, wenn ich da schon mit drin habe? So muss ich auch da, geh nach oben. Da, aber genau. Und da klickst du auf Modify Segment. Hier. Ah. Ja, genau, schon gefunden. Modify Segment. Da siehst du, wer alles drin ist. Jetzt bin ich natürlich gleich ins Falsche gegangen. Moment. Ich bin falsch. Oh. Oh, bitte Clown, das war alles drüber. Gar nicht gesehen. Oh, ja, da musst du das ganze Match nochmal umbuchen. Ja gut, dann guck ich mal, wer da drin ist. Also Jericho Rowe. Musst du aufschreiben. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, ich habe die falsch rumgebucht. Guck mal, wer jetzt im Beat the Clock Sprint ist. Ja, ich weiß ja nicht, wolltest du die Royale groß machen, oder? Nee, für was ist ein Bitte Clock für ein Champion oder Champion? Ja, da geht's um Champion. Ja, dann passt ja. Dann sind sie alle richtig drin.
Jojo, das stimmt. Dann weiß ich nämlich auch, wer die andere, wer die Battle Royale gewinnt. Hm. Kingston, R-Truth und Ryback. So, jetzt gehen wir hier zurück. Ja. Jetzt muss ich nämlich das Spielchen hier. Ja, das ist ja nicht das Problem. Umbuchen bedeutet, wir beginnen mit dem Match. Klickst auf Ja. Wir beginnen. Oh yes. So, jetzt wird's interessant. Oh ja. Ich hab's. So, nehmen wir gleich mal die Faces. Und zwar mit Sheamus. Gegen. Kofi Kings. Das sind beide Face, ne? Das weißt du schon. Ich weiß, ich habe auch hier wieder den Fehler gemacht. Okay. Ich habe nämlich R-Truth, Sheamus, ja, okay. Kofi Kingston und Chris Jericho drin und von den anderen habe ich nur Cody Rhodes und Ryback. Ja, ist okay. Gut. Dann kann man da nichts dagegen machen. Bedeutet aber, ich habe ein gutes letztes Match dafür. So, den geben wir den nur 8 Minuten. Und sagt 10 Minuten. Ja, gut, es ist Beat the Clock. Gut. Ja. Wer gewinnt's? Schwere Entscheidung. Sheamus. Und zwar. Projekten brauchen wir da keine. Nach wie vor ein offenes Match. Bleibt gescriptet. Ah, hatten wir eben schon drin. Das klar, was heißt das eigentlich? Decisive das heißt win. Ah, okay. Ah, okay. Flash Pinfall. Normaler Pinfall. Close. Ich hab ihn einfach gern mit drin. Sachenrei zum Gruße. Ja, ja. Ach, Quatsch. Double Man. So, jetzt hat sich das Match gleich mal 180 Grad gedreht. Aus Gabriel gegen McIntyre wurde Sheamus gegen Kofi Kingston. Okay. Gut, jetzt habe ich, ja gut, die Zeit ist ja stehen geblieben. Bleibt er dabei 139. Oh. Bedeutet, die beiden, sagen wir mal ab, sind raus. Das heißt, ich habe noch die 15-Mann Battle Royale. Ich habe noch Orton gegen Barrett. Und ich habe hier noch jeweils 2 Matches. Also noch 4 Matches. Kriegen wir auch noch runter. Interview. Kein Interview. Aber gut. So, wie hast du das gemacht mit diesem Bildvideo da, wo du da hattest mit Del Rio? Ach, gegen die Grafik? Ja, ja. Gehst auf Hype und Video. Dann musst du suchen, Hype steht dann da unten. Drück mal H. Genau, dann gehst du runter. Und da steht Graphic 4. Graphic for Mangrove. Graphic for Single. Wenn du weiter runter gehst, dann steht da Match 1 gegen 1 oder so. Match 1 gegen 1 haben wir es doch. Ja, dann. Denn wir haben ja ein schönes Match zugesendet bekommen von mir. Mhm. Randy Orton gegen Wade Barrett. Werden wir heute Abend noch sehen. Ah, okay. Nee, kommt noch im Laufe des Abends. Okay. So. Ich glaube, reines Prinzip werfe ich jetzt noch einfach mal so ein kleines Zwischenmatch mit rein. Okay. Um mal von dem ganzen Kram da wegzukommen. Und zwar ein Tag-Team-Match, wenn ich noch so viele hab. Ah ja. Nee, ich glaube, so viele habe ich gar nicht mehr. Ich würde jetzt mal alle buchen, die du vorhattest, und dann gucken, ob noch Platz ist. Eben, das gucke ich jetzt gerade mal durch. Gucke ich jetzt gerade mal durch. So, das heißt, die 6, wie nehmen wir den Namen, nochmal Faces. Die sind verbucht. Kane hätte ich jetzt zum Beispiel noch. Den Great Khali setze ich mit in die Battle Royale. Gleich mal aufschreiben. Musst du noch 4 noch dazu denken. Ja, 7. Teddy Biasi ist noch offen. Gut, da habe ich hier schon mal die Usos. Kann ich da auch Teddy Biasi mit reinsetzen? Teddy Biasi. Heels. Darren Young, Titus O'Neil. Oh, da. ja. Die Slater, Jinder Mahal. Slater. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Mann Battle Royale. Plus den Schlag des Zeitsprint. Orton Barrett verbraucht. Titus O'Neil und Darren Young.
können also doch gegen die Usos antreten. Tja. Es war klar, dass das irgendwie darauf hinausläuft. Ich hasse es. Millions of dollars, millions du, of dollars. Du wirst schon noch United States Champion. Ja, ja. Bin mal gespannt, wann ich ihn dazu krieg. Geht nämlich jetzt erstmal um die großen Titel. Ah. Da. Rein. So. Ja, mit TeamView ist nicht so einfach. Ja, das passt schon. Das passt schon. So, euch geben wir 7 Minuten. Okay. Soll ich... Ich hab doch so viel Leute. 9 Minuten. So, die Usos, wer gewinnt? Titus O'Neil. Ha, der erste Schritt zum US Champion Titel. Wer verliert? Loser. Jimmy Chase. Ene Mu. Raus bis du. Jay. Protected. Muss ich die protecten? Ja, ich klatsche sie mal alle durch. Ne. Ich gehe auf Nummer sicher. Okay. Open Match, das bleibt dabei. Gescriptet. Das ist jetzt. 9 Minuten, ist fast ein bisschen zu lang. Pinfall Finish. Close. Und save. Oh, 127 Minuten. Es wird nicht wenig. Nee, das hat man das schon damals schon, ja. Ja. So ist das gegen. Es wird einfach nie wenig. Tja, ich musste aber auch wieder Raw nehmen. Warum beschwere ich mich eigentlich? Tja. So, dann haben wir hier wieder ein Tag Team Match. Tag Team Match. Tag Team Match. Komm. Jetzt gibt's noch ein Backstage-Interview. Klatschen wir auch nochmal mit Nye. Warum auch nicht? Backstage-Interview. Naja, eine Gruppe habe ich ja eigentlich nirgendwo drin. Doch, habe ich. Ja, die 3-Man-Band. Das sind 4, ich brauche aber nur 3. 5, 6, 7? Was? Würde ich. Das Spiel ist krank. Ja, ja. Trio. Da. Achso, select. Und zwar interviewt. Komm, gerade wieder Scott Stanford. Wenn er schon dabei ist. Die Slater. Jimmy Hart, echt jetzt? Ja. Und wer ist der andere? Na? Drew McIntyre. The Drew McIntyre. So, das Ding dauert. Bam. Ja, fast ein bisschen lang. 5 reichen den auch. 6. Minute. Okay. 121, ich habe noch genau 2 Stunden. Super. Yay. Ich habe gerade mal eine Stunde aufgebraucht. Yay, 2 hast du noch. Ja gut, du hast noch deine 2 Beat the Clock Matches und... Yep, da kommt jetzt das nächste. Ich habe dort die Battle Royale plus mein Main Event zwischen Orton und Barrett. Genau. Denn jetzt kommt der nächste Schlag, die Zeit Sprint. Und zwar... Aber ich weiß es nicht. Ist der erst so 8 Minuten gehabt? Jetzt kannst du es länger oder kürzer machen. Eben. Ich denke mal, die Runde wird fast sogar ein bisschen länger. Cody Rhodes. Gegen Outruth. Outruth. Jo, 2 Minuten. Nee, du musst mindestens 5 Minuten machen. Wir brauchen 10. Okay. Die brauchen Länge. Die beiden Pappnasen. Gut, im Endeffekt ist es dann unentschieden, ne? Ja, könntest du schon Draw machen, doch. Im Endeffekt, Wenn du 10 Minute Time Limit, dann ist eigentlich noch 10 Minuten. Open Match, gut, dann gibt's auch kein Ende. Nee. Dann ist einfach nur ein 10-Count-Finish. Stoppage-Finish, glaube ich. Haben wir das nicht nur Time-Limit-Finish? Ja. Gut. Safe. Safely.
Cody Rhodes is a bit unhappy. Ein bisschen unhappy. Kein Problem, schiebst ein 1000 dazu, dann hätte die Fresse. Alles klar. Ja, klar ist der nicht fröhlich, dass er da so ewig kämpft. So, dann haben wir die beiden auch raus. Ui, das war jetzt eigentlich spontan überlegt, dann wird das letzte Match ja ein ziemlicher Krache. Ja, das dürfte, also müsste, es sollte entweder unter 10 oder unter 8. Ich bin gespannt. So, also jetzt. Wenn du 5 Minuten machst, dann geht das Ganze 7 Minuten. Also 5 Minuten maximal, Minimum musst du machen. Ja, das ist das Schlimme. Mal gucken. Das erste Match, das Sheamus gewonnen hat, wäre der somit einer der Hauptherausforderer. Ja, jetzt so wie es aussieht, jetzt ja. Jetzt ja. Oh, die Uhr. Fehl für 1. Darf man gratulieren. Ja, 3,5 Stunden noch. Dann und du bist schon eine halbe Stunde am Buchen. Fast. Ja, aber nur fast. Ja, das ist es. 26 Minuten. So, Interview. Ich bin der Mr. im Interview-Fan. Nee, jetzt, wie hieß es? Scheiße, hab ich's vergessen. Was denn? Mit diesem Grab-Video da, oder was es war. Ach so. Was war das erste Wort? Hype? Hype. Video. Hype, ja. Hype-Video 4 gegen 1. Winner gets title. Best of 7 Series. Singles Talk. Hype Graphic. Tag Team Video. So was wie eine Battle Royale gibt es anscheinend nicht. Nope. Naja, weil was du machen kannst, Video Involving, das wäre dann quasi das hier. Da könntest du bis zu 8 Leuten auf einmal Video abspielen lassen. Das wären dann fast alle, die da drin vorkommen. Oder ja, sind ja eigentlich nur 10 Mann, deswegen. Ja, nimm mal das. Passt schon. Dauert 5 Minuten, können meine Kollegen auch was jetzt babbeln. Die reinhauen, die da auch davor kommen, ne? Ja. Cesaro. Oh, gepupst. Das habe ich gehört. Na, wo haben wir denn den Justin Gabriel? Dann haben wir den Great Khali. Ted DiBiase, na bleib. Mark Henry, David Otunga und ja, wen nehmen wir jetzt von? Nee, Otunga hat keinen Kampf gehabt. So, und wen nehmen wir jetzt von 3MB? Die Slater, ist ja, Anführer. Der Leader, ja. So. Oder jetzt 2 Minuten? Denn jetzt kommen wir auch zu dieser Battle Royale. Ah, jetzt schon. Ist, okay. Ja, ist jetzt einfach 10 Mal. Oder wolltest du, ich weiß jetzt, soll ich das als Main Event machen? Nee, Main Event soll der, hast du ja gemeint, der andere. Ja, macht hier Orton Barrett oder mein anderer Schlag, die Zeitsprint, mein großes Finale. Ah. Ja, ich mach das Match jetzt, passt schon. Okay. Ich mach's jetzt. Das kannst du so 15 Minuten gehen lassen oder so. Ja, das geht schon. Ein Stündchen. Del Rio, du. Ich habe noch Brutus Clay. Du. Kane habe ich auch noch. Ja. Gar nicht dran gedacht. Du. Du. Und schon sind 10 voll. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, okay. Safe. Dann kann ich sogar noch ein Match. Hier. 16. Minuten. Ja. Wer gewinnt denn? Ja. Oh, ne? Beto Del Rio. Jo. Schmeißt als letztes Mark Henry raus. Oder? Oh, ja, genau, okay. Als letztes Mark Henry, okay. Die meisten Rauswürfe. Genau, Loser Mark Henry. Also Mark Henry. So.
Dann hier hast du noch eine neue Sache dazu. Runner-up. Also das wäre die letzte Mark Henry wäre also der letzte, der rausgeschmissen wird. Jo. Die the Worker Circle should be one of the final eliminations. Das passt. Jo. Und wer soll die meisten Rauswürfe haben? Der hat komplett 3MB und ein Great Kali rausgeklatscht. Okay. Schauen wir mal, ob man die überhaupt da auswählen kann. Throw from Ring Finish, das ist klar. Ne, passt. Ne, geht gar nicht. Okay. Dann close. Jo. Und so. Safe. So, dann ist die Battle Royale weg und wir haben noch 81 Minuten. 80 Minuten. Eine Stunde 20. Ja. Gut. 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 Ja, damit habe ich's heute. Denn jetzt beschwert sich der Nächste. Wer denn? Confronts Masketman GM. Attack, gets device. Ich muss jetzt wieder in die Kackspieler reinkommen. Money in the Bank. Ja. So, jetzt brauchen wir noch wieder das, wie das letzte Mal. Wer hat sich da beschwert? Worker IDs with Authority. Okay. Okay. Worker Protests Decision. Stimmt, das wollte ich. Sowas, oder? Gibt's ein Argument? Ja. About a recent decision. Der erste ist der sich beschwert. Jo, den ich eben gesehen hab. Aha. Beschwert sich mal bei Bugatti. Oh, Fafta! Nee, der kann jetzt mal in aller Ruhe erklären, warum er nicht weder an der Battle Royale noch im Schlag die Zeitsprint teilnimmt. Ja. Ich hab ihn übersehen. Okay. Pain! Passiert, sorry. Ja, das erinnert ein bisschen wie an Vicky Guerrero damals. Ja. Scheiße, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht, mein Kind. So. Er könnte ja aus Wut jemanden angreifen. Jo, der wird nämlich den. Aber er ist ja guter. Das ist scheiße. Aber, warte mal, lass ich mal kurz was gucken. Aus dem Matches hast du noch über? Ich habe noch einen Schlag, die Zeitsprint und das Match Orton gegen Barrett. Also Brutus Clay ist noch frei. Was ist mit Kane gegen Ryback? Ryback ist doch im Clocksprint, oder? Ja, der kämpft das jetzt gegen Chris Jericho. Ja, das ist auch ein Face. Ja, dann, mein Gott. Greift der Brutus Clay an. Hm. Was hier? Greift halt Brutus Clay an. Aber erst nach meinem letzten Schlag die Zeit sprint. Okay, wer gegen wen? Das wird jetzt richtig interessant, weil das muss schnell vorbei sein. Mhm. Ist eigentlich physikalisch gar nicht möglich, dass das Match irgendwie schnell vorbei ist. Ah ja, doch. Kommt drauf an, klar. Natürlich. 5 Minuten? Ja, doch, 6 Minuten. Ja, doch. Sind sie nämlich noch knapp, weil das andere hat, glaube ich, 7 oder 8 Minuten ja, gebraucht. Ja, genau. 6 Minuten ist in Ordnung. Und dann gebe ich dir einen Tipp. Pass auf. Ist der hier? Winner? Wer ist mir soll gewinnen? Das ist eine gute Frage. Chris Jericho gewinnt durch eine Rolle. Das wollte ich dir sagen, genau. Bisschen. Skit. Match. Flash Pinfall. Tada!
Yay. Und so. Ich habe noch immer noch eine Stunde. Ja, knapp. Tja, wie krieg ich die jetzt rum? Interviews oder Videos. Leute, die hier sind alle raus. Ja, da kommt nochmal die schnelle Einblendung für das Hauptmatch. Ah ja, gut, eigentlich könntest du jetzt, warte mal, Jericho feiern lassen. Echt? Kann man die jubeln lassen? Ja, oh ja, die. Ah ja, die jubeln und dann kommt Kane und macht ihn kalt. ja, das ist kein Problem. Ah, Worker just when another runs in attacks him. Jo. Tada. Sehr schön. Wo ist der? Chris Jericho. Kane. Weil du so viel Zeit hast, würde ich mal so 6 Minuten. Der stellt sich dann noch in den Ring, macht sein. Warte mal, dann machen wir doch noch eine Minute länger. Dann haben wir nämlich noch genau eine Stunde. Jo. Und jetzt mach ich genau eine Stunde Match Randy Orton gegen Wade Barrett. Nee, das ist zu lang. Ach, mach Sachen. Sonst hast du das. Okay. Jo. Was du natürlich machen kannst, sind deine Interviews ein bisschen stretchen. Weißt du, was ich meine? Und hast du doch ziemlich kurz gehalten. Ich glaube, ich mache auch den Schlag die Zeitspanne ein Stück länger. Welchen? Ich denke mal, das fange ich schon bei hier, Sheamus gegen Kofi Kingston an. Machen wir mal 2 Minuten länger. Okay. Ja. Passt so, weil dann rücken Cody Rhodes und R-Truth Nummer 1 weiter nach vorne, weil den hier Match dauert ja auch 12 Minuten. Oh. Das ist ein Draw. Das ja, dann macht die. Ja, gut, klar. Lassen, läuft ja die Zeit schön ab. Dann kannst du aber die untere nochmal so 2-3 Minütchen länger setzen. Mach da 9 Minuten draus. Na, eins weniger. Sonst sind die auch bei 12. Sonst sind die doch auch bei 12. Nee, das war das Interview hier. Achso. Welches Match? Jericho gegen Ryback. Das geht ja insgesamt, glaube ich, nur 8 Minuten. Ja. Wenn und 6 Minuten an Match, dann machst du 9 Minuten Match, weil da sind die Minute noch drunter, knapp. Okay. So, 44 Minuten. Das wird nicht wenig. Nee. Warte mal, Backstage Trio. 10. Hier. Voll. Das kriegen wir schon da runter. The Match, Authority, Box 1 gegen 1. Das ist maximal. Du hast einen klaren Vorteil. Aber so ein bisschen. So ein bisschen? Ich und mein Raw, das habe ich das letzte Mal schon nicht gemacht. 3 Stunden. Tja. Weißt du was? Den was? Rest der. Ich mache das Match Randy Orton gegen Wade Barrett, mach ich knapp eine Viertelstunde und der Rest ist Werbung. warte mal, da haben wir jetzt noch hier Rocket Decision, Ryback, 10 Minuten, jetzt haben wir noch 34 Minuten. So, wenn ihr jetzt den Kampf. Gut, sind wir nur bei 35. Ach, der Kampf muss ziemlich lange jetzt sein, ja. 16 Minuten maximal. 15, 16 Minuten geht er maximal. Ja, ja. Warten. Kann sogar noch ein bisschen länger machen, ja. Gut, beim Bild hängt gerade. Jetzt. So, da habe ich eine Idee, denn. Oh, ganz schön aufgerüstet hier. Denn jetzt machen wir hier noch. Ad Angle. Ich würde jetzt mal den Main Event. Oder? Ich würde jetzt nur noch eine Grafik machen und dann den Main Event machen. Meinst du? Ja, weil du siehst ja hier. The fans are expecting a show around 70% matches. Currently you're of 53. Also, der Kampf müsste jetzt ein bisschen länger dauern, ne? Igitt. So. Gut, machen wir. Es ist ein Wade Barrett gegen Randy Orton, ne? Jupp. Ja, die können schon so 18, 19 Minuten. Das geht schon. Du, ja, wenn die schon brauchen, Randy Orton. Dann gibt's am Ende noch eine Massenschlägerei. Wade Barrett. Safe. Die kriegen ein 16 Minuten Match. Gut, dass klar ist, wer gewinnt, ist.
I predict it's keine, keep strong. Open Match. Pinfall Finish, kann man auch irgendwie. Ich würde Slow Build machen, hier. Achso, dass sich so langsam aufbaut, ne? Genau, hier. Der Rest ist eigentlich alles in Ordnung. Jo, wer ist ja nicht. Oh, ne. Gut, close. Aber, warte. Das wäre perfekt. 20 Minuten. Ja. Gut. Haben wir noch 14 Minuten? Haben wir noch 14 Minuten? Finde ich gut. Finde ich gut, denn jetzt gibt es nochmal eine kleine Massenschlägerei. Denn okay. Jetzt, da sich ja ein Herr Kane beschwert hat, da ein Herr Ryback und ein Mark Henry damit nicht ganz zufrieden sind, was passiert ist, ja. Und da Chris Jericho ein bisschen Hals auf Kane hat und die beiden eh noch im Ring sind, und dann kommt Booker T und der weiß dann wieder die Entscheidung für die kommende Raw-Ausgabe. Okay. Gucken, wie man das macht. So, auch so Post-Match muss ich jetzt gucken. Ah, oder was du machen kannst? Ich lass den Führer. der Filter. Wie viele sollen dabei sein? Oh, wen haben wir da? Da haben wir, eins, Kane 2, 3, 4, 5. Das kann ruhig 10 Minuten gehen. Jo. Jetzt sucht er. So. 1 gegen 4, also 1A und 4. Geht doch alle gegen alle. Jam. In-Ring Attack. Nee, doch, Pull-Apart von Brawl, das sind dann 2. Kleines Team. Nee, das war die beste Option hier. Welche? Die beste Backstage 1 gegen 4, dass Kane sie alle angreift. Dass Kane quasi dann alle kalt macht. Gut, das müsste man dann fast ein bisschen aufbauen, dass, sagen wir mal, Randy Orton gegen Wade Barrett, dann kommt Ryback, weil er unzufrieden ist. Dann kommt Jericho, weil er Ryback besiegt hat, will Orton helfen, dann kommt Kane, macht weil alle kalt. Jo, das wäre das. Jo. Das wäre dann quasi Kane hier unten und dann der Rest Wade Barrett. Ja, Wade Barrett. Randy Orton. Chris Jericho. Ne, Charles Robinson. Und Ryback. Ryback. Fuck. Name. Es hängt. Sorry. So. Wie lange habe ich noch offen? Viertelstunde, ne? Ja, ich würde 10 machen. 10 Minuten? Alle drin. Na, 10 lang. Gut. 10 lang. 4 Minuten musst du noch machen. 4 Minuten. 4 Minuten fehlen dir. Aber das ist kein Problem, weil. Reicht, wenn du da nochmal irgendwo 2 Minuten mit reinklatschst? Das langt. Weil jetzt kann doch der Mr. GM kommen. Okay. Booker T, der ein Match für die kommende Woche verkündet. Tag Team. Das wäre dann auch Authority ganz oben. Einfach nur klick und schon kannst du buchen. Oh. Spaß. 2 gegen 2, 4, 1 gegen, das Manager oder sowas, ne? Ja. Fatal Four-Way. Fatal Four, das sind ja. Das sind 5. Fatal Four-Way. Nee, ich bin jetzt von Tag Team Spacko. Ja. Also da steht auch Minimum 2 Minuten. Ja, Booker T verkündet ein Match, und zwar ein Fatal 4 Match. Zwischen Randy Orton, zwischen Wade Barrett, zwischen Ryback und zwischen Kane. Und der Gewinner trifft auf Chris Jericho um den WWE. Nee, Quatsch, Alberto Del Rio ist ja auch noch da. Aber, wir haben keinen Champion. Eben, deswegen gibt's da ein Triple Threat Match. Ja, weil Jericho hat ja schon gewonnen. Jericho hat gewonnen, deswegen ist er nicht dabei. Del Rio hat ja auch gewonnen. So. Das wird ein... Ja. So, sein...
Uiuiui. Ich bin fertig. Uiuiui. Dreiviertelstunde. Eieiei. Jetzt natürlich interessant. Run-Show, erstmal gucken. Du hast fast alle Wrestler. Ich hab ja noch Triple H. Ja gut, das ist ja Run-Show. Jetzt wird's lustig. Pass auf, jetzt. Booker T, Six-Way Match between Abyss, Rhea, Cesaro, blablabla. Motanga. Das passt, das haut gut hin. Dann Booker T is in the ring announcing a series of single matches involving six superstars who are due to compete in a six-man match in the future. Booker T promised superstar who wins this match in the fastest time will be given an advantage over his five opponents. Gut. Oh. Schade. Defeated Sin Cara. Booking details for the star. Holding back slightly. Ah, okay, Sin Cara kann nicht all out gehen, das packt er nicht. Na, schade. Passiert Angle, we better book a T, aber Buster books the other telling us what he thinks of him. Das hat gut hingehauen. Irgendwie mit Randy Orton. Find ich gut. Sheamus vs. Kofi Kingston, Future Great Action, Sheamus 10 minutes 20 Sekunden. With broke kick. Now just put over the fact that we were seeing Randy Orton. Take on Wade Barrett. Ja. Gut, das ist kein Problem. Das war aber zu erwarten. Das ist kein Problem, das war ja nur so ein Filler. Ne? Mhm. Filler-Match. Da ist 67 eigentlich sogar ganz okay. Ui. Ja, okay, Interviews looked dreadful, okay. Brauchst du einen Interviewer? Scott Stanford packt das nicht so wirklich. Okay. Cody Rhodes gegen R-Truth. Boah, der hat genau 20 Sekunden weniger gebraucht als der andere. Ja. When the time limit expired. Video arrows about the real cousin next later. Oh, 77. Oha. In a match that's some good action, but not much in the way of the position, won the Battle Royale. And then as of Final Four, Mark Henry, Double Tango, Hicks, Slater, Mark Henry, and Final Nation. Over the course of the match. Gut. Podium gets in argument with Booker T about a question of position. Ja. Now about Fisher Great Action, bring all these questions to the right back. Fast ball up. Yay. Schön. Hat genau 9 Minuten 4 gebraucht, siehst du? Mhm. So, celebrating his victory in ring canes, running attacks. Beating Chris Jericho down to the mat. And here the main event. I have great chemistry. This is good. This is sehr gut. That's not being well booked. Okay. High experience. Ein bisschen zu lang, aber gut, wir mussten das ein bisschen stretchen. Ja, fast genau 18 Minuten. Ja. With an RK. Mixing is all of a sudden attacked by Kane. Booker T books for match between Rhino and Kane. What the show rating is? 87.87. Oh, das ist okay. Das ist. Damit kann ich durchaus leben. Das ist ja gut, ja. Doch. Dafür, dass für das eigentlich so lange gedauert hat jetzt und ich eigentlich viele Gespräche und Zeug drin hatte. Jo. Also da bin ich voll auf zufrieden damit. Das ist gut, ja. Das ist sehr gut. So, jetzt jo. Darf ich dann mein Smackdown irgendwann machen? Ja, irgendwann mal, ne? Ich weiß aber schon, was ich für eine Feder aufbauen muss. Ach ja, scheiße, Smackdown ist ja gleich am Dienstag. Das wird ja aufgezeichnet am Dienstag. Lustig, jetzt habe ich Smackdown. 20 jo. Minuten habe ich dafür. Oh ja, naja, gut. Pre-Show-Match. Das. Ja, Leute, heute Nacht Extreme Rules. Nicht verpassen. Ja, du weißt schon, dass das, wenn wir das veröffentlichen, dieses Video, dass da Extreme Rules schon längst vorbei ist. Na und? Ja, ich sag ja nur. Wir werden es uns trotzdem angucken. Jo.
Scheiße, stimmt ja. Ja. Na, egal. Ja. So, auf geht's. Hopp, 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 hopp. Okay, Wrestler, sign to W. Like down as well, and we'll have a championship, okay. Ei, 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 muss ich mir gleich mal merken hier. Jericho und Del Rio sind die Number One Contenders. Wäre schon ein gutes Titelmatch eigentlich. Ah. Aber da kommt ja noch einer dazu. Randy Orton, Wade Barrett, Ryback oder Kane. Ja. Warte mal, Del Rio? Oder warte mal. Chris Jericho hat die Beat the Clock Challenge gewonnen. Yep. Was hat Del Rio gewonnen? Ach ja, die Battle Royale. Okay. Royale. So, du hast Jericho gegen Del Rio for the champion, for the championship, okay. Yep. Und da wird jetzt sehr wahrscheinlich noch der Gewinner aus dem Fatal 4 Match mit reinrücken. Also ein Dreier. Ja, ein Triple Threat Match. Wenn ich hoffe mal, dass... Würde ich aber versuchen, dass ein Heel gewinnt, ne? Also. Die sind alle, die sind... Achso, dann, ja klar. Dann hast du wirklich einen Heal drin, dann ist alles in Ordnung. Ja, also hätte ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Randy Orton gewinnt, als einzigster und oder ein Kane, scheiße. Ich verstehe das Problem. Yep. Wieso ist Kane ein Face? Kannst du nicht einen Heal draus machen? Kannst du schon. Kannst du machen. Aber du kannst nicht sofort turnen, weißt du? Ja, ja, das muss auch so wieder Fehde aufgebaut werden, da wie damals. Wie bei CM Punk, ja. Der The Rock angreift, am Anfang noch geliebt wird, dann sich Stück für Stück ins Miese arbeitet. Ja. Genau. So, schau mal. Also Leute, ihr könnt wirklich davon ausgehen, dass Ludi jetzt ein bisschen kürzer brauchen wird wie ich. Denn er hat ungefähr die Hälfte der Zeit nur zu buchen. Wer auch immer auf die doofe Idee gekommen ist, Monday Night Raw seit Raw 1000 auf immer jede Woche 3 Stunden zu erhöhen. Tja. Wie ist das? Braucht der Zeit zum Heilen? Ja, aber das ging doch davor auch meistens 1,5 Stunden, aber doch einmal so im Monat oder sowas war. Ja. Sonst mal 3 Stunden. Oder wenn so eine. Oder wenn so ein spezieller Oder wenn so eine spezielle Ausgabe mal war. Ja. Wie zum Beispiel, dass die Muppets mal da waren. Ja, die Muppets. Totaler Bullshit. Naja. Ist doch alles Spaß. So, jetzt darf ich den Morning Slam machen. Das hab ich nicht. Ich mach den Morning Was? Slam. Was? Nee, ich mach den Morning Slam. Du machst so der Main Event. Das ist Main Event. Das ist am Mittwoch. Ich darf jetzt nicht wirklich den Morning Slam machen. Ja, den darfst du machen. Ja, du darfst den Morning Slam machen, wie schön. Ich hasse dich. Ach, wie schön. Ist ja eh nur eine halbe Stunde da. Das ist der Vorteil, da bin ich ja schnell durch. Dann mache ich ein Match, mache ich 2 Matches und eine Promo und dann so geht's, geht's. Ja, genau. Viel Spaß dabei. Ach, ist das schön. Das hatte man doch sonst auch immer so, wenn wir das gespielt haben. Aber da bist du nie zu Potte gekommen. Ja, aber du, die ganze Zeit so stundenlang, Alter. Was will ich denn machen? Ich muss 3 Stunden buchen. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du wirklich 3 Stunden brauchst. Ich hab die Dreiviertelstunde gebraucht, das ist lang genug. Ja, Madison Square Garden. Doch, das ist gut. Bleib in Madison Square Garden, das ist ganz gut. Ja, warum nicht? Ach, ja. Halbe Stunde. So. Dann machen wir dann eine halbe Stunde. Ach ja. So. Ad-Match. Ganz kurios. Nein, ein Einzelmatch. Das Hauptmatch wird ein Tag-Team-Match und zwar ein ziemlich großes. Okay. Da kann ich jetzt wieder nur meine nehmen, ne? Das ist so wie jetzt die Superstars. Ja, sind nur meine. Und zwar die Veranstaltung beginnt. Ja. Kane? Ne. Den stecke ich ins Hauptmatch. Wo ist, jetzt mal so ganz oft gesagt, Triple H kann ich überhaupt nicht zum Kämpfen einsetzen, oder? Nein, weil er ist nämlich kein Wrestler. Er ist das ja... Das ist jetzt nicht dein Ernst. So einer wie er kämpft nur in Pay-Per-Views. Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Aber du kannst ihn für Promos und so einsetzen, das ist kein Thema, aber kämpfen tut er nur auf für Pay-Per-Views. Bah, das hätte man mal früher sagen müssen, hätte ich mir gar nicht erst geholt. Na egal. Tja. Brodus Clay gegen Focus on the road. Check it out. Focus on the road. So ein Monster-Duell? Ich weiß nicht. Ja, ob das der Ring aushält? Eben, David Otunga. Toll. Dürfte erstmal. Halt die Presse. Ja, schickt. Ich habe ein großes Hauptmatch. Geht ja auch nicht lang. 6 Minuten, ja, ist okay. Tja, wer wird das Match wohl gewinnen? Brodus Clay! Domination ist doch sowas wie er dominiert das die ganze Zeit, oder? Ist egal. Muss aber in kurzen Kämpfen eingesetzt werden, ne? Aber 6 Minuten ist okay, ist kurz genug. Ich weiß nicht, aber wer dominiert denn dann wen? Meistens die Brutus Clay Matches, ja, dass das er am Anfang Match kalt macht und am Ende dann. Ja, passt. Gescriptet. Oh. Halt ein Open Jobber Match kann man vorstellen, ne? So. Kurz halt. Was? Ja, gut, klar. Genau. Jo. Das war's. Das war's. Match 1. 17 Minuten musst du jetzt noch. Was? Ja, 17 Minuten. Ich hab gedacht, ich hab eine halbe Stunde. Ja, hast du ja auch. 8 plus 17. Also mindestens musst du noch 17 Minuten machen. Ach so. Gut, dann bring ich jetzt noch ein kleines Interview rein. Kann ein lockeres Backstage-Interview sein mit einem Manager. Mit einem Einzelnen, passt schon. Geht auch nicht lang. 4 Minuten. Muss ich halt Scott Stanford rausnehmen, nehme ich halt hier Matt Striker, der packt das. Da! Danke! Triple H. Ich. Was? Der Name. Ich mit einem Scheißnamen. So, 13 Minuten mindestens. Jo, und dann kommen wir zum Main Event. Zum Main Event of the Evening. Yay. Gegen 4, große Mahlzeit. Yeah. Und dann 4 gute gegen 4 böse. Yep, so ungefähr soll das aussehen. Okay. Und zwar gebucht wird Alberto Del Rio. Achso, ist ja schon da. Stopp. Battle Rio zusammen mit Chris Jericho, zusammen mit Randy Orton und zusammen mit, ach, na gut, von mir aus, Kane gegen Antonio Cesaro. Ah, geh rein. Antonio Cesaro. Mark Henry. Ah, das ist doch alles. Cody Rhodes und Damian Sandow. So, und jetzt nach Adam und Eva, wer gewinnt? Ja, ich denke mal, dass der Kane gewinnt oder Randy Orton. Das Lustige ist, ich will den jetzt zum Hater machen. Okay, das musst du vorher, warte mal, das hättest du mir vorher sagen müssen, mach mal. Ach so, okay. Warte mal, wir speichern das jetzt einfach mal ganz kurz ab. Okay. Das ist ja schon klar. So, ja, ist ja erstmal egal, kann ich nur noch reingehen. Wenn du Kane wirklich zum Heal machen willst, dann musst du. Den brauche ich zum Heal, sonst ist der Teil meiner Fehde nicht ganz. Kane. Gib mir Daniel Bryan. Dann prepare turn. Babyface. Ja, er ist Baby, ja, das ist ja auch Babyface. So, er wird jetzt geturnt. So, aber du musst es ganz langsam machen lassen. Ganz langsam. Du kannst jetzt nicht sofort boom, gleich von jetzt auf gleich böse machen. Das muss über ein paar Wochen gehen. Ne? Ein paar Shows. Was ich machen wird. Wie lange ist überhaupt die. Okay. Na, Viertelstunde lang. Ja.
So, wer soll gewinnen? Der Victor ist nämlich, wen habe ich überhaupt drin? Antonio Cesaro und Mark Henry, ne? Da würde ich es eigentlich fast so machen, wenn ich es wirklich locker angehen lassen soll, dann lasse ich mal den Chokeslam am Ende gegen einen der Superstars raus. Dann würde ich es nämlich einfach so machen, dass jetzt Chris Jericho gewinnt. Aha. Der pinnt Antonio Cesaro. Aha. Und Kane verlässt einfach mit drin das Match. Wenn man es einfach so locker angehen lassen will. Nee, aber was du machen kannst, ist Limited Involvement. Das means ja, ist auch okay. Oh. Also du hast gesagt, ist Jericho gewinnt. Pin Cesaro. Limited Involvement. Kane. Ist ein offenes Match, bleibt dabei. Ja. Gut, was ist das? Genau drin. Tja, guck mal, wie geil ich bin. Ja, halbe Stunde, yo. Ui. Da gucken wir mal. Being protected. Nothing. Ach, nicht mal 6 Minuten. Ja. Nicht mal 6 Minuten hatte ich gerade. Was war die andere Welt? Ah, okay. The Main Event. 70. Ui. Ja, ist nicht so schlimm. Kane foreshadowed. Yeah. Kane foreshadowed a heel turn during the segment. So, that's good. That's good. That's good. Und. So, jetzt darf ich mein Smackdown. Ja, super. In 9 Minuten. Okay, das kriege ich glaube ich nicht hin, aber. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier eine Pause, ne? Was, eine Pause? Ja, wir machen jetzt hier einen Cut. Ja, und wir machen dann weiter mit mehr Booking, wie ich das Smackdown gucke. Ja, wo er endlich mal dran ist. Ja, endlich. Hey, ich habe ja bloß 2 Stunden, keine 3. Eben. So, damit bedanken wir uns fürs Erste, fürs Zusehen. Haben jetzt lange genug aufgenommen fürs Erste. Ich bin Bombardmann und sage Tschüss. Für diese Spiel-Session ist jetzt vorbei. Klick. Ich bin Nudi, Bombard, mein treuer Gefährte. Wrestling-Fanatiker. Fanatiker, genau, ja, so ungefähr. Genau. Wir gehen jetzt Extreme Rules gucken und sehen uns das nächste Mal. Alles klar, also dann bis denne und tschüss. Ciao, ciao.